In diesem Video geht es um semantische, paradigmatische Bedeutungsbeziehungen, wie die Übereinstimmung, die Über- und Unterordnung, Gegensatz bzw. Opposition und Mehrdeutigkeit bzw. Ambiguität. Von besonderem Interesse für uns sind die paradigmatischen, semantischen Bedeutungsbeziehungen. Sie lassen sich grob in folgende Formen einteilen. Zum einen in die Übereinstimmung. Hier unterscheiden wir die Synonymie und die Referenzidentität. Als zweites die Über- oder Unterordnung. Hier unterscheiden wir in Hyponymie und Hyperonymie. Als drittes der Gegensatz bzw. die Opposition. Hier unterscheiden wir in Kontradiktion und Antonymie. Und als viertes die Mehrdeutigkeit bzw. Ambiguität. Hier unterscheiden wir weiter in die Polysemie und die Homonymie. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Synonymie. Die Synonymie bezeichnet die Bedeutungsgleichheit bzw. Bedeutungsähnlichkeit zwischen Wörtern. Dabei wird verschiedenen Wortformen der gleiche Inhalt zugeordnet. In einem Satz können also Synonyme miteinander vertauscht werden, ohne dass sich der Sinn oder der Wahrheitsgehalt ändert. Jedoch haben Synonyme selten 100% Bedeutungsgleichheit. Häufig unterscheiden sie sich durch ihre Konnotationen oder sind unterschiedlichen Stilebenen oder Jargons zuzuordnen. Daher unterscheiden wir zum einen in die strikte Gleichheit, wie sie zum Beispiel bei den Wörtern Apfelsine und Orange vorkommt, die sich auch nicht durch Konnotationen, Register oder Ähnliches unterscheiden. Und zum anderen in die partielle Ähnlichkeit, wie bei Durcheinander und Wirr oder Metzger und Fleischer, die beides regionale Varianten für ein und denselben Inhalt sind. Die Referenzidentität hingegen ist die Bezugnahme auf Gegenstände oder Personen oder allgemein auf Objekte durch verschiedene Ausdrücke. Sie ist insbesondere in der Textlinguistik von erneutem Interesse. Ein Beispiel wäre hier Steffi. Auf Steffi können wir zum Beispiel Bezug nehmen durch sie oder die Frau, die das Fahrrad klaut, oder meine Freundin. Die Überordnung bezeichnen wir auch als sogenannte Hyperonymie. Die meisten unserer konkreten Nomina lassen sich Hyperonymen, also Oberbegriffen, zuordnen, zum Beispiel Lebewesen, Tier, Amsel. Die Bedeutungen der untergeordneten Wörter enthalten alle Bedeutungen der übergeordneten Wörter, aber nicht umgekehrt. Die untergeordneten Bedeutungen sind meist spezifischer und haben mindestens ein weiteres Merkmal. Ein übergeordneter Begriff für Pkw oder Fahrrad ist beispielsweise ein Landfahrzeug. Dieses wiederum ist dem allgemeinen Begriff der Fahrzeuge untergeordnet. Eine hierarchische Strukturierung gibt es übrigens auch bei der Teil-Ganzes-Beziehung, wie etwa bei Körper-Kopf, Kopf-Gesicht, Gesicht-Mund. Für die Unterordnung bzw. Subordination verwenden wir den Begriff Hyponymie. Begriffe wie Landfahrzeug, Wasserfahrzeug, Luftfahrzeug und Raumfahrzeug sind dem Begriff Fahrzeug untergeordnet. Dem Landfahrzeug wiederum lassen sich Pkw, Lkw, Fahrrad und so weiter unterordnen. Die Kohyponymie als letztes bezeichnet Exemplare oder Vertreter einer Klasse. Sie stehen zueinander in Unverträglichkeit, schließen sich also aus und sind in ihren Äußerungen austauschbar. Wie etwa Pkw, Lkw und Fahrrad, die beispielsweise Vertreter sind, also Kohyponyme der Klasse Landfahrzeuge. Im Ausdruck "Sie wollen das Fahrzeug klauen" ist das Fahrzeug ein Hyponym. Interessant wird es für uns, wenn wir genau wissen wollen, was für ein Fahrzeug, also welches Hyponym der Klasse Fahrzeuge gestohlen werden soll. Sie wollen das Fahrrad klauen versus Sie wollen den Pkw klauen.
Beides unterscheidet sich nicht nur im Aufwand des Diebstahls und in der strafrechtlichen Beurteilung, sondern auch semantisch. Die beiden Kohypronyme schließen sich aus. Entweder wird das eine gestohlen oder das andere. Im Bereich des Gegensatzes unterscheiden wir zum einen die Kontradiktion. Bei ihr schließen sich die Bedeutungen dieser Wörter strikt aus. Man kann nur tot oder lebendig sein, beides gleichzeitig geht nicht. Es gibt also keine Zwischenstufen und keine Steigerungsmöglichkeiten. Außerdem ergibt die Negation des einen Wortes die Bedeutung des anderen. Zum anderen gibt es die Antonymie. Sie bezeichnet die semantische Relation zwischen zwei Wörtern, deren Bedeutungen im Gegensatz stehen, aber für die sich Zwischenstufen finden lassen, zum Beispiel groß und klein. Merkmalssemantisch heißt das, dass es sich um Bedeutungen handelt, die in allen Merkmalen gleich sind, bis auf eines. Zum Schluss schauen wir noch auf die Ambiguität. Aber Achtung, man kann in eine lexikalische und eine syntaktische Ambiguität unterscheiden. Hier geht es um die lexikalische Ambiguität. Zu dieser zählt die Homonymie. Sie bezeichnet Wörter, deren verschiedene Bedeutungen nicht auf eine gemeinsame Kernbedeutung zurückzuführen sind. Die Homonymie wiederum gliedert sich in die Homophonie und die Homographie. Homographie liegt vor, wenn das Schriftbild identisch ist. Wie zum Beispiel bei umfahren, also etwas fahrend zu Boden werfen. Oder umfahren, also um etwas herumfahren. Oder bei übersetzen, wie zum Beispiel eine Sprache übersetzen, versus übersetzen, zum Beispiel über einen Kanal. Homophonie liegt vor, wenn die phonologische Repräsentation von Wörtern mit unterschiedlicher Bedeutung gleich ist, wie zum Beispiel Leib versus Leib oder das Adverb mehr versus das Nomen mehr. Neben der Homonymie ist auch die Polysymie eine Form der Ambiguität. Hierunter verstehen wir Wörter, deren verschiedene Bedeutung auf eine gemeinsame Kernbedeutung zurückzuführen ist, wie zum Beispiel bei alt. Als Gegenteil von neu bezieht es sich auf die Dauer des bisherigen Gebrauchs, zum Beispiel ein altes Auto. Als Gegenteil von jung bezieht es sich auf die bisherige Lebenszeit von Dingen, wie zum Beispiel ein alter Mann oder ein altes Weib oder alter Wein. Es kann aber auch etwas zeitlich Zurückliegendes bezeichnen, wie zum Beispiel die alten Römer.